Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Technikhelden-Video. In der RGB-beleuchteten Zockerhöhle darf so ein Hotkey-Panel natürlich auf keinen Fall mehr fehlen. Da die käuflichen Modelle aber relativ teuer sind, zeige ich euch heute, wie ihr euch mit wenig Aufwand ein DIY-Hotkey-Panel selber bauen könnt. Die Grundidee von einem Hotkey-Panel ist ja eigentlich ganz einfach. Ich drücke eine spezielle Taste und im Hintergrund wird eine vorkonfigurierte Aktion abgerufen. Ob ich damit eine Webseite aufrufe, eine Beleuchtung ansteuere oder was auch immer. Das kann man sich dann ja später frei konfigurieren. Und um diese Grundfunktion nachzubilden, brauchen wir gar nicht so viel. Einmal ein USB-Numpad, ein paar beleuchtete Taster und ein Gehäuse aus dem 3D-Drucker. Starten wir mit dem Numpad. So ein USB-Numpad als externe Tastatur funktioniert genauso wie eure herkömmliche Computertastatur, nur dass sie eben extern ist. Und das macht sie für unseren Zweck eigentlich relativ ideal. Wir wollen jetzt die einzelnen Tasten im Detail ansteuern können und dafür muss ich das Numpad zunächst einmal aufschrauben. Auch immer schauen, viele Hersteller verstecken gerne Schrauben unter Aufklebern oder auch unter diesen Gummistandfüßen. Also nicht wundern, falls ihr das Gehäuse noch nicht aufbekommt. Vielleicht ist noch eine Schraube irgendwo versteckt. Der Blick ins Innere zeigt schnell, wirklich viel Technik ist da eigentlich gar nicht drin. Hier oben kommt unser USB-Kabel an. Wir haben hier die vier USB-Leitungen, also Rot und Weiß Spannungsversorgung, Grün und Blau sind die Datenleitungen. Hier auf dieser Platine sitzt auf der Rückseite der Controller und die eigentliche Tastatur. Das sind hier drei Kunststofffolien, auf denen die eigentlichen Verbindungen aufgedruckt sind. Ich ziehe das jetzt nochmal raus, dann sieht man es nochmal etwas besser. Ausgelöst werden die einfach hier von diesen Gummitastern. Das ist auch das, was gleichzeitig den Tasten nach oben ein gewisses Feedback verleiht. Im Prinzip bestehen solche Tastaturen, egal ob kleiner Ziffernblock oder Full-Size-Tastatur, aus drei übereinander liegenden Folienschichten. Auf der ersten Folienschicht seht ihr hier die einzelnen Verbindungspunkte der jeweiligen Tasten. Diese sind hier als Spalten dargestellt und entsprechend auch über mehrere Tasten durchverbunden. In der Mitte ist eine Folie, die einfach nur mit Löchern ausgestanzt ist, wo nur die einzelnen Knotenverbindungspunkte freiliegen, damit sich die beiden Folien nicht woanders berühren, sondern ausschließlich da, wo auch eine Taste liegt. Und die dritte Folie sind wieder die Knotenpunkte, allerdings hier auf Basis von Zeilen. Das heißt, um jetzt eine Taste anzusteuern, nehmen wir jetzt mal diese hier, haben wir einmal den Impuls aus der Zeile und aus der darüber liegenden Spalte und können dann so mit ziemlich wenigen I/O-Ports an unserem Mikrocontroller auslesen, welche Taste hier gedrückt wurde, nämlich aus dem Ergebnis von Spalte und Zeile. Da ich die Tasten von meinem Ziffernblock durch diese Leuchttaster hier setzen möchte, müssen wir jetzt schauen, wie wir den Controller hier ansteuern müssen, um ihn dazu zu bewegen, die entsprechende Ziffer an den Computer weiterzugeben. Wie man das ansteuert, das kann man ganz gut nachvollziehen, indem man die Folien auf die eigentliche Tastatur drauflegt. Jetzt sieht man ja genau, welche Zeilen und welche Spalten zu den jeweiligen Tasten führen. Nehmen wir jetzt hier einmal zum Beispiel die 8. Ich nehme jetzt hier mal die obersten zwei Folien runter, dann kann man das schön sehen. Wir haben jetzt hier also die Zeile für die Taste 8 und auf der zweiten Folie haben wir die Spalte für die Taste 8. Und wenn wir jetzt einmal die Leitermahnen bis hier oben zum Connector zurückverfolgen, dann können wir leicht rausfinden, welche beiden Kombinationen wir drücken müssen, um eben die Taste 8 für den Controller auszulösen, was dann später unser Taster hier übernehmen soll. Mein Stream Deck soll jetzt 6 Tasten bekommen. Dafür habe ich jetzt mir einmal angeschaut, welche Tasten ich am allereinfachsten ansteuern kann und mir das hier einmal auf einem Zettel aufgeschrieben. Ihr seht jetzt hier oben einmal die Pin-Leiste des Controllers. Also das hier sind jeweils die einzelnen Pins. Und hier seht ihr jetzt einmal die jeweiligen Symbole, die mit dem jeweiligen Pin verbunden sind. Also zum Beispiel haben wir hier eine Taste, einen Pin, der nur für die Auslösung der 0 zuständig ist, wenn er hier mit dem entsprechenden Gegenpin verbunden. Ich habe jetzt hier, wie ihr seht, auch schon markiert, welche 5 Pins ich dann benutzen werde. Hier zweimal die Zeile, das heißt, wenn ich diesen Taster drücke, dann aktiviere ich die Zeile für die Tasten 1, 2 und 3 später und der andere eben 4, 4, 5, 6. Und wenn ich den jeweils hier mit einem der anderen drei Pins verbinde, dann habe ich dann eben kreuzweise aktiviert, welche Tasten ich so verschalten kann. Natürlich müssen wir die Technik dann auch irgendwo unterbringen und das alte Gehäuse ist dafür nun mal viel zu klein. Das heißt, es muss ein neues Gehäuse her. Ihr könnt dafür entweder ein Universalgehäuse verwenden, ihr könnt euch ein Gehäuse zum Beispiel aus Holz selber bauen oder wenn ihr die Möglichkeiten habt dazu, wie ich, dann könnt ihr euch so ein Gehäuse natürlich auch aus dem 3D-Drucker selber ausdrucken.
Ich habe das Ganze einmal aufgeteilt in Boden und in Deckel. Und ihr seht hier schon schön die 6 Aussparungen für meine 6 Taster, über die wir nachher unser Hotkey-Panel ansteuern können. Wichtig ist auch, dass man sich rechtzeitig Gedanken um den Deckel macht. Da die Überwurfmutter bei meinen Tastern auf der Unterseite montiert ist, muss ich die Taster also schon vor dem Anlöten bei mir in den Deckel einsetzen. Sonst komme ich später mit dem fertig verlöteten Taster nicht mehr durch den Deckel durch und habe dann keine Möglichkeit mehr, ihn festzuschrauben. So lassen die sich dann leicht montieren. Und das macht auch schon im unbeleuchteten und unbeschrifteten Zustand doch ganz gut was her. Die Symbole, die ich später anzeigen will, die habe ich mir hier schon einmal auf Papier ausgedruckt. Und so sollen die dann eigentlich auf den Taster drauf. Aber damit das dann auch wirklich cool aussieht, darf da natürlich kein weißes Papier mehr drunter sein, sondern wir wollen ja einen transparenten Aufkleber, wo nur unser Symbol von unten mit der jeweiligen Tasterfarbe durchleuchtet. Und da gibt es einen coolen Trick. Ihr druckt euch diese Symbole, wie ich hier, schon einmal aus. Dann zieht ihr einen Streifen Tesafilm darüber und dann sauber anpressen, damit auch möglichst alles daran kleben bleibt. Dann das Ganze einmal mit der Schere auseinanderschneiden. Und wenn ihr dann alle Symbole separiert habt, dann nehmt ihr euch einfach eine Schale oder ein Glas mit Wasser und legt das Ganze dann dort ein. Da sieht man ja auch direkt, wie das Papier so durchzieht. Einfach etwa 5 bis 10 Minuten ziehen lassen, damit das Papier komplett mit Wasser durchgezogen ist. Und dann kann es hier weitergehen. Und während jetzt hier das Papier von meinen Symbolen einweicht, kann ich mich hier schon mal daran machen, die Technik weiter zusammenzulöten. Ich habe jetzt das Schallschema entsprechend von meinem Schallplan wiederhergestellt und das seht ihr hier ganz gut an den Kabelfarben. Ich habe hier mit Rot die 2 Zeilen dargestellt, das heißt jeweils ein rotes Kabel verbindet jetzt 3 Taster in einer Reihe. Und dann habe ich jetzt hier 3 schwarze Kabel, diesen dann für die jeweilige Spalte und so kann ich dann entsprechend mit 5 Kabeln die 6 Kontakte flexibel ansteuern. Dann ist jetzt Zeit, das Ganze auch einmal auszuprobieren. Ich muss sagen, ich finde, das Ergebnis sieht richtig klasse aus. Jetzt gerade hier mit der Beleuchtung und dann den entsprechenden Symbolen da drauf. Und wenn man überlegt gerade, wie wenig Aufwand das ist, so ein Symbol da drauf zu machen, dann kann man das bei Bedarf auch nochmal neu erstellen. Es gibt auch noch größere Taster, da könnt ihr auch vielleicht feinere Logos drauf machen. Das könnt ihr dann nach Bedarf anpassen. Auch verschiedene Farben gibt es da noch. Könnt ihr euch dann alles so aussuchen, wie ihr es haben wollt. Was die Software angeht, habe ich ein Hotkey-Programm verwendet, mit dem ich jetzt hier dem Tastendruck hier eine Anwendung zuordnen kann oder eine Aktion, die ausgeführt werden soll. Die ist jetzt hier für Windows geeignet. Das heißt, ich kann Funktionen abbilden wie runterfahren, laut, leise. Ich kann aber auch Programme oder Webseiten öffnen. Es gibt auch noch andere Software auf dem Markt. Damit könnt ihr dann zum Beispiel auch Lichter ansteuern, also diese smarten Raumbeleuchtung oder Smart-Home-Anwendungen wie Jalousien steuern. Es gibt auch Technik aus dem Veranstaltungsbereich. Da ist alles offen, da sucht ihr euch einfach das Programm aus, was auf eure Anwendung am besten passt. Das Programm, was ich verwendet habe, das verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox. Da findet ihr auch die 3D-Druckdatei für dieses Gehäuse und natürlich die anderen Bauteile, die wir hier für dieses Projekt verwendet haben. Ich habe jetzt auf den einzelnen Buttons Webseiten hinterlegt, die ich dann auf Knopfdruck öffnen kann. Das heißt, wenn mir jetzt abends bei einem Projekt die Bauteile ausgehen
brauche ich nur unten den blauen Konrad-Knopf drücken und zack, kann ich direkt Teile nachbestellen. Das gleiche könnt ihr natürlich für jede beliebige Website oder für jede beliebige Anwendung einrichten. Zum Beispiel, wenn ihr immer schnell eure Musik ändern wollt, könnt ihr hier einmal Spotify aufmachen. Man könnte auch noch zwei Tasten direkt für laut und leise einbinden, das ist auch kein Problem. Oder wenn ihr sagt, ihr braucht gerade von eurem Projekt eine Pause und ihr wollt lieber ein bisschen durch Instagram scrollen, dann können wir das auch direkt öffnen. Ich finde, das ist ein schönes Projekt zum Nachbauen, gerade weil es optisch auf dem Schreibtisch wirklich was hermacht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.